Vanessa Mai. Allein bei dem Namen bekommen Schlagerfans glänzende Augen. Sie singt, tanzt, moderiert, schauspielert, hat Preise gewonnen, sieht toll aus. Und jetzt erscheint auch noch ihre Biografie mit Ende 20. Das ist schon ein Ding. Ich habe sie hier schon in der Hand. Am 2. November kommt sie raus. Aber so eine Karriere fordert eben auch ihren Preis. Sie hatte 2018 einen Bühnenunfall. Danach eine Sinnkrise, hat sich ganz ehrlich gefragt, wer bin ich, was will ich, wohin geht mein Weg. Über ihr Leben im Scheinwerferlicht gibt es heute Nacht eine Dokumentation in der ARD. My Time is Now, und die ist sehr offen und auch stellenweise sehr schonungslos. Wir schauen mal kurz rein. Ich wollte ausbrechen, ich wollte Grenzen sprengen, ich wollte mir meine Freiheit erarbeiten. Für 100.000 verkaufte Alben. Herzlichen Glückwunsch! Ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen bedanken, die mir das ermöglicht haben. Es gibt ein System. System bedeutet Regeln. Regeln bedeutet ein Korsett. Ich werde nicht meine Eltern einladen und heulen, dass sie da sind. Und solche Sachen mache ich nicht. Dann muss ich aufhören. Alles scheiße. 2018 war irgendwann so ein Punkt, wo ich auch gegenüber Andreas zugemacht habe. Und das war echt schlimm. Nur weil ich dagegen bin, willst du sie machen. Ich will es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Ich gehe kaputt darin. Wir waren völlig für uns, es wollte niemand mehr was von einem. Venedig war so ein Wendepunkt, musikalisch gesehen. Das war dann schon so ein Moment, wo wir gemerkt haben, wow, das kann echt funktionieren. Vor allem hat es halt auch Spaß gemacht. Dass es aber solche Wellen schlägt, hätte ich nicht gedacht. Ich war bereit, alles zu verlieren, um dann letztendlich alles zu gewinnen, was ich jetzt habe. Freiheit. Und jetzt ist sie uns live zugestanden aus Stuttgart. Hallo Vanessa Mai, in der Garderobe. Hello. Im Landesfunkhaus in Stuttgart. Hallo. Ja. Ja, genau. Das ist schön, dass Sie live bei uns sind, liebe Frau Mai. Diese Doku, wo wir gerade eben so ein paar Ausschnitte gezeigt haben, die sieht ja schon nach einer sehr persönlichen Doku aus, wo Sie sich auch so mit Schwächen und mit Brüchen zeigen. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie das jetzt so öffentlich alles sehen? Also erstmal hallo, ich freue mich wirklich sehr, dass ich da sein darf bei euch, so halb zumindest. Und muss kurz noch einhaken, die kommt am Samstag in der ARD-Mediathek und am Samstagabend dann nach den Tagesthemen tatsächlich. Noch nicht heute Nacht leider, aber am Samstag dann. Aber alles gut, aber am Samstag ist dann soweit und ich freue mich sehr, dass ich endlich alles so zeigen darf und drüber sprechen kann und all den Menschen, die mir so folgen, Fragezeichen nehmen kann, die vielleicht aufgekommen sind, gerade um die Jahre 2018, 2019. Und ja, die ist sehr, sehr nah geworden und sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr echt, aber so muss es auch sein. Ich glaube, man braucht keine Doku machen, wenn man irgendwas irgendwie hinbiegen möchte oder irgendwas verschönt zeigen möchte. Also es wird auf jeden Fall sehr authentisch. Das letzte Wort gerade war Freiheit. Freiheit wovon, wofür? Was haben Sie jetzt? Wohin wollen Sie? Ich glaube, das Größte, was ich so erreicht habe, ist wirklich meine Unabhängigkeit. Also ich darf so viele Sachen machen und bin da so dankbar, dass ich das Privileg auch habe, dass ich so viele vielseitige Sachen jeden Tag machen darf. Und das ist halt auch nicht selbstverständlich. Und mir war es immer wichtig, dass ich auf mein Gefühl hören kann, dass ich die Musik machen darf, auf die ich Lust habe, dass ich, ja, all das, was ich jetzt machen darf, das wollte ich damals. Aber ich wusste damals halt noch nicht, wie ich da hinkomme zu dem Weg. Und der war auch nicht immer so einfach. Und genau das behandelt hat die Doku. Das zeigt genau, wie dieser Weg war. Und ich finde, dass man im Leben auf jeden Fall für seine Vorstellungen einstehen sollte und auch für seine Werte im Leben, weil man selber lebt das eigene Leben und man sollte das so schön gestalten, wie es nur geht, weil man nicht so viel Zeit hat auf unserer Erdkugel. Deswegen sollte man die auch wirklich nutzen. Das Leben gestalten. Sie wohnen ganz bewusst in Backnang. Also da sind Sie geboren, groß geworden. Und Sie könnten ja auch in München, in Berlin oder Hamburg oder sonst wo leben. Das heißt, wir können da Schwäbisch miteinander schwätzen? Das können wir machen, ja. Echt, wahr? Ist ja super. Ja, also ich habe es ein bisschen, komischerweise kann ich das nur mit meinem Mann und mit meiner Familie, da falle ich sofort in Schwäbische zurück. Aber wenn ich dann so ein Interview führe, dann ist es wie so ein Knopf irgendwie. Aber ja, ich lebe noch da, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und das ist auch so was, was ich mir nie nehmen lassen möchte. Das können auch ganz viele nicht verstehen, warum ich nicht in Berlin oder so lebe. Aber ich liebe es einfach, zu Hause zu sein. Das, was ich kenne, da wohnt meine Familie, mein Mann ist da, wir haben da unsere Heimat und da kann ich ich sein. Und ich mag es einfach, jedes Mal nach Hause zu kommen, alles ist noch wie immer und da ist die Welt einfach heil und das ist so unser Rückzugsort. Ja.
Der Herrgott hat Ihnen ja viele Talente mitgegeben. Sie können singen, Sie können tanzen, Sie können moderieren, schauspielern. Ist das eher Fluch oder eher Segen, wenn man so eine breite Auswahl hat? Ich würde sagen, auf jeden Fall ein Segen. Also gerade auch in der schweren Corona-Zeit, die wir alle hinter uns haben, war es wirklich sehr toll, dass ich konnte nicht auf der Bühne stehen wie ganz viele andere Kollegen. Und es war wirklich schlimm, auch die Fans nicht zu sehen und überhaupt gar keine Menschen zu haben um sich rum. Aber ich konnte halt dadurch auch andere Sachen machen, wie eben einen Film zum Beispiel drehen oder wie eben auf TikTok unterwegs sein oder wie das On My Way YouTube-Format zu machen. Also es ging dann trotzdem irgendwie weiter und dafür war ich dann schon sehr dankbar, dass ich da so breit aufgestellt bin. Und überhaupt finde ich, man sollte immer neue Herausforderungen suchen, weil man kann nicht verlieren. Also man wächst einfach nur an den Herausforderungen. Und das Sprichwort Schuster, bleib bei deinen Leisten mag ich nicht so, wie man merkt. ich mache sehr, sehr viel, sehr gern alles. Jetzt war da 2018 dieser Einschnitt, dieser Bühnenunfall. Nur ganz kurz für alle, die es jetzt nicht so mitgekriegt haben, was ist da passiert? Oh Gott, ich kann es gar nicht so runterbrechen, weil es tatsächlich so eine Reihe über mehrere Monate war. Aber um es kurz zu fassen, man ist jung und denkt nicht drüber nach, dass der Körper auch, dass man mit dem behutsam umgehen muss. Und die Maschine lief die ganze Zeit und ich dachte, ich bin jung und kann alles ohne drüber nachzudenken machen. Und irgendwann hat der Körper halt gesagt, so bis hierhin und nicht weiter. Ich hatte tatsächlich in der Regenbogen-Tour-Zeit auch sehr, sehr viel, was ich da noch nebenbei gemacht habe und habe nicht wirklich auf meinen Körper gehört. Und irgendwann hat der sich halt die Zeit genommen und gesagt, so bis hierhin und nicht weiter. Und hatte dann tatsächlich eine Bandscheibengeschichte, wo die Bandscheibe ins Rückenmark gerutscht ist. Und das war ziemlich heikel, weil es auch schnell hätte im Rollstuhl landen können. Und auch darüber konnte ich nie sprechen. Das wird jetzt in der Doku tatsächlich zum ersten Mal so behandelt. War eine sehr intensive Zeit auf jeden Fall. Und seitdem bin ich sehr achtsam mit mir selber und mit meinem Körper und weiß auch sehr gut, wann Pause ist und wann ich Gas geben kann. Okay, und wie kamen Sie da wieder raus? Ich meine, das ist ja schon was, wenn da von jetzt auf gleich einfach einem so der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wo man merkt, der Körper ist mitnichten immer bereit und immer maximal das zu leisten bereit, was ich vielleicht von ihm fordere. Wie kamen Sie da raus aus dieser Nummer? Also zum einen hatte ich eine tolle Familie, die da war. Ich hatte auch Andrea Berg, die mir wirklich, die mich ins Auto gesetzt hat, die mit mir zu jedem Arzt gefahren ist. Ich hatte wirklich tolle Ärzte auch durch sie und bin da sehr dankbar, dass sie mir da so geholfen hat. Und ja, man will das nicht so wahrhaben in dem Moment. Also man glaubt ja nicht, wenn dir einer sagt, du musst aufhören, du kannst nie wieder tanzen und vielleicht, wenn du so weitermachst, kannst du auch nicht mehr laufen. Das ist was man gar nicht realisiert so. Und es hat natürlich sehr, sehr viel gemacht in der Zeit mit mir und das zeigt die Doku. Und man sieht es mir auch an. Also ich sah in der Zeit wirklich sehr mitgenommen aus. Aber ich hatte ein gutes Umfeld und mein Mann war immer an meiner Seite. Also Menschen, die einen dadurch führen, sind sehr wichtig. Wir haben gerade schon eben kurz das Foto eingeblendet mit Ihrer Schwiegermutter, mit Andrea Berg. War sie auch deswegen so eine wichtige Person für Sie, weil sie einfach auch auf der Bühne steht und vielleicht ganz anders mitgehen kann, was das mit einem macht und für einen bedeutet? Ja, total. Also das war genau der Punkt. Natürlich konnte ich mit meinem Mann noch viel sprechen, aber ein Künstler versteht halt wirklich durch und durch, wie es einem geht, wenn man so eine Tour absagen muss oder wenn man Konzerte absagen muss und wie man sich fühlt. Man denkt da nicht an sich, man denkt als erstes an die Leute, die da draußen stehen. Und da waren auch an dem Abend, es war so schlimm, da waren so viele Kinder mit ihren Eltern, die geweint haben, weil sie 2 Jahre drauf gewartet haben, weil es so der Abend werden sollte. Also das war wirklich keine schöne Situation. Aber auch da, ich stand eine Woche später tatsächlich wieder auf der Bühne mit viel Kampf und Hilfe und dann hieß es, naja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Also auch das beleuchtet die Doku, mit was man da einfach noch so zu tun hat und man selber versucht nur zurück auf diese Bühne zu gehen und dann wird einem sowas dann vorgeworfen. Also ja, es war eine sehr turbulente Zeit, aber genau die haben wir festgehalten und ja, sehr spannend. Ja, da kommt vielerlei Druck. Den Druck, den man sich selber macht, der Druck, der von außen kommt, der finanzielle Druck, der da aufgebaut wird. Ich kann mir schon vorstellen, da fühlt man sich dann wie in so einer Presse drin. Und dann haben Sie aber mit Ihrer Schwiegermutter, mit Andrea Berg, zusammen ein Lied aufgenommen, das einfach Ihre gemeinsame starke Haltung und Ihr Zusammenstehen zeigt. Und da hören wir jetzt mal kurz rein und endlich. Denn alles, was du brauchst, trägst du schon lang in dir. Ich weiß, du kannst es spüren. Es ist wie ein Signal, 8 Milliarden Mal. Unsere Liebe ist in der Überzahl. Denn wir alle sehen,
Hand in Hand, wir sind eins. Ist es tatsächlich so in der Familie, dass das so Hand in Hand läuft? Ja, also vor allem, wenn es halt drauf ankommt. Also die Familie ist sehr viel verstreut und beschäftigt tatsächlich und alle haben so ihren Job. Aber wenn es drauf ankommt, dann sind alle füreinander da und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Hey, auf dem Foto, das wir jetzt gerade zeigen, fehlt Icaro, der Mops. Ich habe ihn gerade hinten im Bild mal ganz kurz habe ich ihn gesehen. Ja. Das heißt, er ist auch jetzt dabei, oder? Icaro ist immer an ihrer Seite. Ja, Icaro ist immer dabei und er ist auch bei Konzerten immer dabei. Und das wollte ich noch sagen, das ist so schön, weil wir es von der Tour hatten. Ich habe 2024, also heute startet tatsächlich der Vorverkauf für ein ganz tolles Konzert in meiner Heimat in der Porsche Arena. Und da werde ich zu Hause ein tolles Konzert geben. Da freue ich mich echt sehr drauf. Und da wird auch Icaro mit am Start sein. Unbedingt. Und jetzt die allerehrlichste Frage bitte zum Schluss. Wenn Sie nach dem Konzert nach Hause kommen, wen begrüßen Sie zuerst? Icaro oder Ihren Mann? Naja, ich habe die ja immer dabei. Also deswegen, Wenn ich in die Garderobe komme, dann machen wir so. Wenn ich in die Garderobe komme, der wo schneller ist. Also Icaro springt mich schon im Türrahmen an. Aber eigentlich geht der Weg schon als erstes zu Andreas. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass das alles so wird mit dieser Freiheit, die Sie sich erträumen und erkämpfen, dass das alles so wird und dass noch viel spannende Sachen nachkommen. Vielen Dank für das Gespräch aus der Garderobe im SWR in Stuttgart. Da sind Sie nämlich heute Abend auch noch zu Gast. Und eben dann die große Bühne nach den Tagesthemen am Samstagabend in der ARD. Alles Gute, liebe Dankeschön. Vanessa. Ciao. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Bye, bye.